Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Switch. Schau ich mal, ob ich den hier jetzt irgendwie am Marktplatz handeln. Kauft mir das Ding irgendwie so ein Depp vielleicht für 100 ab? Also ich kann hier jetzt halt alle meine Tiere verkaufen. Wie blöd war ich denn, dass ich das nicht vorher getan habe? Kann ich das mit den Vivarien machen? Jetzt mal ganz ehrlich. Geht das? Okay, nee, da geht's nicht, schade. Okay. Ich glaube, wir züchten gleich wie die Doofen. Ich bin mir da, glaube ich, ziemlich sicher, dass wir gleich züchten wie die Blöden. Was haben wir denn hier? Oh, der Platz ist gerade so ausreichend. Ja. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Erde. Die Erde. Schau mal, ein bisschen Erde. Schnee oder so fänden die, glaube ich, auch einfach völlig in Ordnung. Interessant. Denen ist einfach alles richtig egal. Ich habe noch nie, glaube ich, ein Tier gesehen, der einfach so hat, so, ja, ist mir eigentlich egal, was du nur machst. So. Es muss ja, jeden Tag steht ja ein Dummer auf, der das dann für so teuer kauft. Ich wette, ich habe auch mal was überteuer gekauft. Ein großer Futterdruck. So, jetzt brauche ich noch irgendwie so eine Reibesäule oder so für euch. Und vielleicht brauchen wir noch mal einen Unterschlupf. Das kann auch sein. Ja, noch mal einen Unterschlupf wäre nicht schlecht. Vielleicht was Kleineres, sowas hier. Ja, zu 100% passt. Super, mehrt euch bitte gut. Veterinärforschung. Ach, Krankheiten. Schauen wir mal, ob wir vielleicht einfach mehr Leute einstellen müssen. Sind die so überlastet? Also einer ist halt hier irgendwie überlastet. Ausbilder sind zwei überlastet, aber das ist ja nicht so schlimm. Okay, ja, und Verkäufer sind halt auch ein paar überfordert, aber nicht so viele. Schauen wir mal, Veterinärforschung. Was gibt's denn hier so? Umso mehr die erforschen, umso mehr vermehren die sich und umso mehr die sich vermehren, umso besser für uns. Okay, du bist im Handelszentrum. Gut, dann wollte ich jetzt die billigsten. Fangen wir halt einfach mit den billigsten an. Okay, ich wollte nicht so anfangen. Gut, die kann ich mir halt echt nicht leisten. Oh, die Trampeltiere kann ich mir leisten. Ein Männchen und ein Weibchen. Ja. Boah, habe ich noch ein paar? Ja, ich kann mir noch ein Königstigerpaar kaufen. Ja. Okay, perfekt. Wir brauchen zwei Gehege hier hinten. Und das mit den Löwen ist halt echt wichtig, dass wir die haben. Krankes Tier entdeckt. Ja, wir entdecken oft kranke Tiere. Das ist in Ordnung. Weiß nicht, wie viel Platz die brauchen. Aber machen wir mal so. Ich glaube, das ist halt viel zu wenig, aber ich meine, da können wir noch ein bisschen was ausbauen. Einmal so. Dann können wir gleich unser Tierchen liefern lassen. Unser Königstiger liefern lassen. Hier hin und dann schauen wir, dass wir immer handeln. Guten Abend, Hallöchen. Du kannst auch noch deinen Vorschlag schreiben, auf was du Bock hast zu zocken. Weil wir bald mit Planet Zoom durch sein werden, machen wir hier mal die Trampeltierchen hin. Obwohl, da wollte ich immer Wassersachen machen. Machen wir mal da hinten die Trampeltiere hin. Dass hier auch was ist. Nicht ganz so einsam aussieht. Wir haben einiges zur Auswahl bei Planet Zoo. Da sind wir jetzt bald fertig. Da haben wir bald alle Tiere, sobald wir genügend von diesen Münzen da unten haben. Deswegen, was wurde bisher vorgeschlagen? Zelda Twilight Princess. Dann, da heute Black Friday war, habe ich ein bisschen mehr Spielchen gekauft. Unter anderem Sun, Heaven und Edge of Odyssey, alle drei Teile. Das ist eine Option. Dann gibt es noch Sims zur Option. Story Season Friends of Mineral Town weiter. Ja, Portia. Könnten wir auch noch machen. So, an zu senden.
So. Also es gibt einige Spiele auf jeden Fall zur Auswahl. Ich habe ja einiges an Spiele insgesamt da. Also wenn dir irgendwas Cooles einfällt, was man heute noch so spielen könnte, so, wir machen heute einfach so einen Gaming-Abend. Und ja, wir können alles Mögliche spielen. Was haben wir jetzt? Wir haben den Königstiger und wir haben den das Trampeltier. Das fängt mit T an. Trampeltier. Diese Bonobos scheinen sehr gut zu gehen. Okay, jetzt schauen wir mal, ob unsere Königstiger da sind, weil die müssen sich ja dann auch bald vermehren. Okay, hier stehen die Leute halt echt wie blöd an. Jetzt hoffen wir mal, dass die bald geliefert werden. Wäre schon cool. Ah, schön, dass ich das mit dem Marktplatz halt jetzt hier rausfinde. Das ist praktisch. So, was haben wir hier alles erforscht? Okay. Ich habe einen neuen Forschungsmenschen. Okay, wir haben wieder eine Krankheit im Zoo. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Gabelbock wird erforscht. So, dann schauen wir mal, welche Tiere können wir denn jetzt freilassen, weggeben. Sonstiges. Weißschwanzknus habe ich hier ein paar. Okay, da haben wir ein erwachsenes Männchen. Das könnten wir auch mal ins Handelszentrum schicken. Zum Handelszentrum bewegen. So. Muss ich jetzt extra ins Handelszentrum mal reingehen und das einstellen? So, handeln, freilassen, handeln. Aber ich will das nicht nur für 17 weg haben, ich will dafür schon so mindestens 100 haben oder so. Komm, zahlt dafür jemand so 100. Weil das hat schon gute Werte. Veterinärforschung abgeschlossen. So. Dann schauen wir mal, was haben wir wieder alles bekommen. Es leckt halt immer noch, aber das liegt halt an den 6400 Besuchern im Park vermutlich. Reine Vermutung, aber ich glaube, man könnte recht haben. So, wann wird da jetzt endlich mal was geliefert? Kann ich mir in der Zeit hier noch ein Tier holen? Veterinärforschung abgeschlossen. Ich sollte aufhören, da dauernd reinzuschauen, weil das eigentlich nichts bringt. Der gute Jones, der ist ja schneller Forscher. Was haben wir denn da noch? Schau mal, da kriegt sie wieder eine schöne Krankheit zum Eitern des irgendwas. Na schön. Oh, ich glaube, da müssen wir das Gehege gescheit anpassen. Ja, da brauchen wir das Doppelte. Und wir brauchen es vor allem höher. Wir machen das gleich mal höher, dass ihr nicht entkommen könnt. 4 Meter können wir nicht machen wegen der Bahn. 2 Meter irgendwas. Wir machen das schon größer, dass ihr euch hier wohlfühlt. Wir können das auch hier richtig schön um diese Station rum machen. Ich glaube, die Leute würden das feiern, wenn da einfach so ein. Ist mir eigentlich egal, bin gerade wieder auf Skyrim unterwegs. Okay, Skyrim ist auch eine coole Idee, aber Skyrim habe ich ehrlich gesagt gerade keinen Bock. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu anstrengend im Stream. Ich habe Skyrim auch eine Zeit lang mal gespielt. Ich habe es, glaube ich, auch durchgespielt. Ich bin nicht zu 100%, aber ich habe es durchgespielt. Naja. So, schauen wir mal, ob denen jetzt der Platz ausreicht. So, 1000 Meter, ja, im Gelände. Ich möchte, dass ihr euch wohlfühlt. Okay, und dann noch zu kurzes Gras. Das kriege ich dann auch ausgeglichen. Schneiden wir das Gras ein bisschen ab, dass die netten Lüben sich hier, der Königstiger sich hier wohlfühlen.
So, stabiler Rückzugsort braucht ihr natürlich dann auch. So, Bepflanzung, asiatisch, Tropen, Marslandschaft, auch so einen fetten Affenburg. Warum kommen die, finde ich immer so super, einfach weil die fett sind und einfach nichts bringen eigentlich. Und voll viel bringen und du siehst halt nichts davon, das finde ich super. Irgendwie knurren die so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die da drüber springen können. Ich habe da so die Befürchtung irgendwie ein bisschen. Wetten, da ist gleich die Hölle los und die kommt gleich alles hingeströmt. Aber wann siehst du denn schon mal einen echten? Der heißt Chiara. Ist auch ein schöner Name eigentlich. Siehst du schon mal so einen tollen Tiger hier. Wunderschön. So, ich glaube, wir brauchen was zu essen, wenn ich das richtig erkannt habe. Brauchen wir da wohl noch solche Sachen hier. Geschenkkarton? Zu 100% erfüllt. So, ich hoffe, euch geht es insgesamt jetzt gut. Stabiler Rückzugsenden, 30%. Hä? Ja, das ist voll das fette Ding, was ich euch da hingestellt habe. Aber gut, ich kann euch noch was Größeres hinstellen. Ich kann euch sowas da hinstellen. Auf Y dreht man ja. Wo geht's rein? Da geht's rein. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Ich bearbeite mal kurz die Barriere. Wir gehen hier von den Dings minimal weg. Um das ganze Ding hier auch 3 Meter mindestens zu erhöhen. So, bitteschön. Hey, die stehen noch gar nicht bei den netten Tigern. So, ich hoffe, euch geht's jetzt wieder gut. Ich verfolge da eigentlich nie so richtig eine Quest. Macht da eher, was mir gerade so hinkommt. Auch eine Möglichkeit, eindeutig eine Möglichkeit. So, ausgewachsen. Sozialverhalten, Platz. Okay, ihr braucht das doppelt am Platz. Okay. Schon verstanden, ich gebe euch den Platz, den ihr braucht. Zwei Warnungen. Also ich würde es nicht als Warnung bezeichnen, wenn das Tier hier irgendwie keinen Platz hat. Das ist halt ein trauriges Schicksal vielleicht. Oh, warum kommen jetzt irgendwelche Aktivisten? Ne? 100 pro wegen den Dingern hier. Aber das leckt hier jetzt gerade auch schon wieder. Also wie gesagt, wir können das auch sein lassen mit Planet Zoo, weil ich glaube irgendwie mit den Lakes, wir haben jetzt ja bald, wir haben jetzt 6.500 Leute in unserem Park. Irgendwie glaube ich, das wird nicht weniger. Ich kann die Leute nicht beschränken. Ich kann nicht sagen, ich möchte nur 50 Leute in meinem Park haben. Und die ganzen Tiere bewegen sich ja auch. Und dann kommen Aktivisten. Und ich glaube, Aktivisten fressen auch richtig die Ressourcen. Also ich glaube irgendwie, wir haben jetzt ja die Handelsfunktion entdeckt. Ich glaube irgendwie bei Planet Zoo. Da machen wir jetzt halt wirklich heute jetzt halt dann mal einen Cut. Und sagen einfach so, das war's zuerst mal. Wenn irgendwann mal wieder ein gutes Update kommt und vielleicht neue Karrieren kommen oder irgendwie richtig krasse Inhalte, können wir gerne weiterspielen. Aber ich meine, wir haben Königstier, das ist eigentlich schon immer so das Ziel. Und ich finde diese Lex richtig schrecklich. Und wenn ich die schon schrecklich finde, weiß ich gar nicht, wie ihr das findet. Wahrscheinlich noch schlimmer. Okay, wir brauchen nochmal 120 Quadratmeter mehr. Sollen die sich halt eine große Wohnung leisten? Ah, oh, es sieht aus, als wenn es am Dursten wäre. Ja, voll leise. Boah. Also wie gesagt, Twilight Princess könnten wir spielen. Ich habe meine Liste mit Herzen auch vor mir liegen. Seit August oder so schon. Ansonsten, Adrian und Düssel ist, ich habe das halt heute geholt und ich weiß halt, wenn wir damit anfangen, ich werde so süchtig sein. Es gibt dann so Missionen, wo ich denke, wir denken so, nein. Ich kann nicht mehr. Vielleicht werden wir die auch Stream-only da machen. Weil es gibt so Missionen, zum Beispiel bleibt 5 Tage lang auf einer Ebene des Labyrinths und das ist halt irgendwann nur noch lästig. Ich weiß eh nicht, ob wir das mit Controller spielen oder mit Tastatur. Beides wäre möglich, sag ich mal. Ah, das deckt gerade echt extrem. Ja, komm. Mach das jetzt zu. Brauche das gerade nicht. Ich muss immer mal schauen, ob es den Tieren wieder gut geht.
Zumindest vom Platz. Ja, finden sie super. Viel zu langes Gras, viel zu wenig Sand. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir machen hier bei Blende zu jetzt mal so einen Deckel drauf. Und wenn ihr sagt, hey, das war das beste Let's Play, was du hier jemals gemacht hast, davon soll es mehr geben, dann schreibt das in die Kommentare. Dann gibt es davon nochmal eine schöne Fortsetzung. Hoffentlich dann ohne Lags, weil das gerade echt anstrengend ist. Und ansonsten hören wir auf mit Planet Zoo und sagen einfach so, das war ein schöner Zeitvertreib, hat viel Spaß gemacht und zwischendurch gerne mal wieder. Irgendwann wurde mir auch geschrieben, wie kannst du eigentlich irgendwie 80 Folgen damals von irgendeinem random Spiel machen? Und ich dachte mir einfach so, ja, okay, jetzt sind es 100. Passiert. Ja, war ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht, so viele Tiere hier groß zu ziehen. Das Geld war ja in dem Fall jetzt nicht so knapp. Also am Anfang so ein bisschen hat man schon so gedacht, so, oh, jetzt hat den Park schaffen wir nicht. Aber wir haben das Ganze gemeistert, weil wir halt krass sind. Kann man nichts anderes sagen. Wir sind ein krasses Team hier. Machst du bitte dann noch die restlichen Prozente weg? Ich will denen auch noch was zu essen hinstellen. Ich möchte meine Kamele hier nicht verhungern lassen. So. Ja, danke. Dann kriegt ihr jetzt noch was zu essen und dann würde ich sagen, wir beenden das große Projekt Blended Zoo, was irgendwie viel länger ging, als irgendjemand ahnen konnte. Weil es eigentlich, es war so gedacht, wir spielen das mal an und schauen mal rein, ob es so ist wie Planet Coaster. Das war ja so meine Intention dahinter. Dass sie diese ganzen Karrieren durchmachen, war ja nicht mal mein Plan. Ja. Ist auf jeden Fall ein krasses Spiel geworden. Wo auch sau viel aufhört. Also keine Ahnung, ihr scheint dieses Spiel alle recht zu feiern. Ich finde es auch süß. Tiere sind immer süß. Und seinen eigenen Zoo zu betreuen, ist, glaube ich, auch eine coole Sache. Ja. War auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich würde einfach sagen, wir machen an dieser Stelle dann einen Cut. Jetzt, wo wir auch die letzten Tiere geglückt haben. Und dann freue ich mich, wenn... Schreibt einfach in die Kommentare, falls ihr noch mehr sehen wollt. Aber ich glaube jetzt einfach mal nicht. Warte mal, warum habe ich auf einmal diese Punkte da? Habe ich jetzt irgendwas verkauft? Das wäre schon krass. Ja, ich habe das eine Ding verkauft. Ja, wäre schon krass, wenn wir halt nochmal was machen, aber ist das Spiel zufällig auf der gleichen Platte wie deine Streaming-Software? Ja, schon. Okay. Nee, tatsächlich nicht, weil ist es nicht. Okay, dann machen wir aber an dieser Stelle einen Cut und danke fürs Zuschauen bei Blenden zu. Wenn ihr mehr sehen wollt, gerne in die Kommentare schreiben und vielleicht gibt es ja nochmal eine kleine Fortsetzung. Bis dahin, bye!